willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit einer kleinen Einzelrezension zu einem Buch, das ich erst vor 2 Tagen beendet habe und in das ich mich abgöttisch verliebt habe. Und ich muss mehr von dieser Autorin lesen. Und das Tolle ist, es wird im Laufe des Jahres noch einmal einen Nachschlag geben, aber dazu später mehr. Erstmal zu dem Buch selbst. Und zwar wurde das Buch mir als Leseexemplar zur Verfügung gestellt. Ich habe es sowohl gelesen als auch gehört. Also ich habe mir dann nochmal das Hörbuch dazu besorgt. Und ich bin absolut verliebt, sowohl in das geschriebene Wort als auch in das gesprochene. Gesprochen wird das Hörbuch von Laura Mehr. Ich glaube, so wird sie auch ausgesprochen, Laura Mehr. Und sie macht einen genialen Job. Also falls ihr glaubt, das Buch ist vielleicht zum Lesen nicht so besonders oder spricht euch nicht so besonders an, wenn ihr irgendwo aufgrund eines Abos oder die Verfügbarkeit des Hörbuches seht, hört rein. Denn so wie Laura Mehr das Buch liest, das war, als hätte ich einen Film gesehen. Jetzt zum Buch selbst. Es geht um dieses Buch von Natalie Haynes. Stoneblind, der Blick der Medusa. Ist noch gar nicht so lange her, dass es erschienen ist. Ich glaube, es war Anfang Februar. Ich müsste lügen. Ich schaue nach und blende es euch sonst ein. Es ist dieses wunderschöne Cover. Eine Geschichte, die mich persönlich sehr anspricht, weil ich die Geschichte, denke ich, mit zu denen zähle, die ich aus der griechischen Mythologie mit am besten kenne. Und ja, deshalb dachte ich mir, das wäre doch eine gute Möglichkeit, nochmal tiefer in die Geschichte hinabzusteigen, etwas näher an die Figuren heranzutreten. Und ich wurde auf ganzer Linie überzeugt. ich möchte euch nun in diesem Video so ein bisschen zu dem Buch erzählen, was euch voraussichtlich erwarten wird, so dass, falls es jemanden unter euch gibt, der da noch komplett dran zweifelt oder nicht weiß, ob es das richtig ist, einen Eindruck davon bekommt, ja, was ihr eigentlich auf einen zukommt. Und ich denke, ich lege einfach mal los. Grundsätzlich beinhaltet das Buch auch das, was auch draufsteht, nämlich der Blick der Medusa. Also wir beschäftigen uns mit Medusa, die als kleines Baby an die Küste der Gorgonen gespielt wird. Zwei Gorgonen leben an dieser Küste, nämlich Euryale und Steno. Oh, ich muss es mir auch ein bisschen aufschreiben, denn die Namen sind jetzt nicht so alltäglich. Und die wissen am Anfang überhaupt nicht, was man mit diesem kleinen Baby macht, denn es sieht absolut menschlich aus, bis auf die Flügel, die Medusa trägt. Und so stehen die beiden vor der Herausforderung, herauszufinden, was dieses kleine Wesen benötigt. Und ja, und dabei verändern sich auch die beiden Gorgonen dabei, denn sie werden zu Ersatzmüttern, sie ziehen sie auf und bilden eine eigene kleine Familie. Und das war wirklich so liebevoll, so eindringlich, so witzig auch einfach erklärt und geschrieben und dargestellt, denn einfach schon die Art und Weise, wie die beiden darüber nachdenken, was das eigentlich für ein kleines Wesen ist und warum sie denn sich ständig verändert, denn die Gorgonen sind unsterblich und verändern sich an sich nicht. Und Medusa schreit den einen Moment, den anderen lacht sie, den anderen Moment krabbelt sie, den anderen Moment läuft sie dann schon. Sie wächst, sie hat Hunger. Das sind so alles Sachen, um die sich die Gorgonen bis dahin noch nicht weiter kümmern mussten. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Doch bei Medusa bleiben wir nicht nur. Also das ist schon mal eine Sache, die ich am Anfang überhaupt nicht wusste, die mich aber so positiv überrascht hat, dass ich damit einfach, ja, das hat mir das Buch einfach noch wundervoller gestaltet. Denn wir wechseln hier immer wieder die Perspektiven. Und das einmal bunt durch gefühlt die gesamte Götterwelt. Also nicht komplett. Wir haben schon so ein paar Fixpunkte, unter anderem eben Athene, die zu Wort kommt. Dann geht es weiter direkt zu den Gorgonen selbst. Also Euryale hören wir. Wir hören auch Medusa selbst. Dann geht es weiter mit anderen Personen, die in etwas weiterer Entfernung zur Hauptgeschichte, also zu Medusas Schicksal stehen. Aber zum Beispiel Perseus Mutter Danae wird auch etwas konkreter besprochen, denn es verweben sich natürlich mit Medusas Geschichte noch viele andere, unter anderem die Geschichte von Perseus, und auch dort wird ausgeholt, denn er macht sich ja am Ende auf, um den Medusenkopf zu holen für, wie hieß er denn? Auf jeden Fall für einen König, der seine Mutter heiraten möchte, und um sie vor dieser Zwangsheirat zu bewahren, geht er auf diese Reise, Medusas also den Kopf einer Gorgone zu holen und damit seine Mutter zu retten vor dieser Zwangsheirat.
Ja, und alles, was damit einhergeht, wird berichtet. Und dementsprechend auch aus vielen Perspektiven, die wir durch die Götter haben, also auch Zeus und Hera, die natürlich die Eskapaden ihres Göttergatten ja auf unterschiedliche Weise ja auch aufnimmt und in unterschiedlicher Art und Weise auch rächt und sühnt. Denn an ihrem Mann selbst kann sie ja nicht so wirklich Rache üben. Er ist der König, der Herrscher der Götterwelt. So dass sie es dann oftmals auch auf die Frauen, die er verführt und auf deren Kinder absieht. Und dann haben wir natürlich Athene, die auch hier eine wichtige Rolle spielt. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass Medusas Blick und dieser Fluch, der sie trifft, von Athene ausgeht. Dann natürlich auch Poseidon, der eine wichtige Rolle spielt, den wir hier treffen. Also wir haben hier wirklich ein buntes Mischmasch an Perspektiven, mit dem ich so nicht gerechnet hätte, aber mit dem ich unglaublich gut umgehen konnte. Ich denke, das liegt unter anderem am Hörbuch, denn Laura Mehr hat es wirklich geschafft, jede Figur, jede Perspektive so einmalig zu lesen, dass ich gar nicht wissen musste, so wirklich, wer jetzt gerade diese Perspektive spricht. Ich habe es irgendwie gefühlt. Ich habe es an ihrer Sprache gefühlt, wie sie liest, wer gerade das Wort hat und aus wessen Augen wir gerade das Geschehene erfahren. Und dazu kommen eben auch Perspektiven, die man so gar nicht erwartet hat. Also da sind sehr ungewöhnliche mit dabei. Aber das möchte ich nicht vorwegnehmen, weil das war eine echte Überraschung und das fand ich so toll. Ja, einfach Hammer. Ja, so, das ist so die Grundgeschichte und das sind eigentlich auch schon die Hauptpunkte, warum mich diese Geschichte so gefesselt hat. Denn wir bekommen nicht nur Medusas Geschichte, sondern so viel mehr drumherum. Wir bekommen einen extrem großen Überblick über das Innenleben dieser Götter. Wir erfahren oder wir nehmen diese Eigenschaften, die diese Götter einfach ausmachen, so deutlich wahr. Also ihr Wankelmut. Also immer den einen Tag so, den anderen so. Diese Rachsucht, auch diese Willkür dieser Götter, dass sie den einen Tag die Gunst an diese Person verteilen, den nächsten Tag diese Gunst aber auch einfach wieder entziehen können. Und so geht es hin und her. Also ich finde, dass sie als Wesen so charakterisiert wurden, wie ich mir sie auch immer vorgestellt habe und so viel mehr noch darüber hinaus. Also wir haben noch mal einzelne Beziehungen zwischen Göttern etwas genauer erläutert bekommen. Auch die Entwicklungen bestimmter Beziehungen. Warum hat sich die Gottheit so und so entschieden? Warum handelt sie jetzt so und so? Das wird so nahbar dargestellt, dass sie für mich ja einfach zu Personen wurden oder einfach zu Wesen wurden, die ich endlich in Gänze oder in gefühlter Gänze wahrnehmen konnte und mir jetzt ein konkreteres Bild von ihnen machen konnte. Das hat mich einfach von den Socken gehauen. Und dazu dann einfach noch Medusas Geschichte und auch die weiblichen Perspektiven. Ich finde auch, ich habe es jetzt nicht nachgezählt und geschaut, ob das stimmt, aber vorwiegend haben wir weibliche Perspektiven, die an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen. Einerseits Gottheiten, andererseits Menschenfrauen. Und dieses Feingefühl und auch dieses Mitgefühl, was man für Medusa empfindet, das ist einfach so toll dargestellt, weil sonst ist es ja eher so, Medusa ist das schlangenköpfige Monster, das Menschen oder überhaupt Wesen, Personen zu Stein erstarren lässt. Und dann haben wir hier aber einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Geschichte. Und das ist einfach Wahnsinn. Also, ja, es ist auch genauso, wie es hier oben drauf steht. Sie werden dich fürchten und vor dir fliehen. Und sie werden ein Monster aus dir machen. Und genau das ist es eben. Aus Medusa wurde ein Monster gemacht. Und auch Perseus kommt hier absolut nicht gut weg. Und insgesamt auch die männlichen Protagonisten kommen nicht so besonders gut weg. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es sehr ausgewogen erzählt worden ist. Und natürlich auch mit einem Blickwinkel, der natürlich eher zugunsten der weiblichen Figuren ist. Aber das ist halt auch mal gut. Warum kann es nicht häufiger mal so sein, dass gerade diese antiken Sagen, diese antiken Legenden, diese Mythologien auch einfach mal einen femininen Touch haben? Und das hat man ja auch schon bei Madeline Miller mit Galatea gehabt. Das mochte ich auch unglaublich gerne. Und da haben wir auch die Perspektive der Frau, der Hauptfigur an dem Buch, auch sehr feministisch oder zumindest sehr, sehr stark, sehr präsent und
eben sehr klug dargestellt. Und das finde ich halt hier auch ganz, ganz besonders. Also ich bin so verliebt in die Geschichte, dass ich jetzt in so einem kleinen griechischen Mythologie-Hype bin. Und wenn ich Madeline Miller hier drin stehen sehe, will ich eigentlich direkt dazu greifen, weil ich einfach mehr lesen möchte. Für mich bisher die absolute Queen, was solche Geschichten angeht. Und jetzt kommen wir auch direkt dazu, also falls jemand auch das Buch so geliebt hat wie ich, dann hat derjenige vielleicht oder diejenige am Ende noch gesehen, dass es eine Leseprobe zu einem anderen Buch gibt. Und zwar wird es im Juli 23 erscheinen. Natalie Haynes und 1000 Ships, wir Heldinnen von Troja. Und dann hat man hinten eine erste Leseprobe dazu mit drin. Zumindest war es so in meinem Leseexemplar. Ich weiß leider nicht, ob das in der gängigen, aber ich denke mal schon in der gängigen Ausgabe auch mit drin ist. Und deshalb freue ich mich umso mehr von Natalie Haynes zu lesen und zu hören, denn ich werde mir definitiv auch dazu das Hörbuch zulegen, damit ich hoffentlich wieder Laura Mehr folgen kann, ihr zuhören kann, wie sie diese Geschichte zum Leben erweckt. Was Natalie Haynes ja schon in Schriftform vermag, das schafft aber auch Laura Mehr mit ihrer Stimme als Hörbuch. Also beides einfach top und für mich einfach schon ein Lesehighlight aus diesem Jahr. Und ja, ihr merkt, ich bin verliebt. Ich liebe diese Geschichte, dieses Buch. Und kann sie jedem sehr ans Herz legen, der diese Mythologien sehr mag. Und Madeline Miller selbst sagt sogar, Natalie Haynes Geschichten bleiben lange im Gedächtnis. Und ich glaube, diese Geschichte wird auch lange in meinem Gedächtnis bleiben. Und ich werde sie, denke ich, auch nochmal lesen. Ja, und das war es auch schon mit meiner kleinen Einzelrezension, die, glaube ich, schon wieder viel zu lang geworden ist. Aber schreibt mir doch gerne, was ihr von dem Buch haltet, falls ihr es schon gelesen habt. Ansonsten, ob es was für euch wäre, nach dem, was ihr jetzt erfahren habt, oder ob ihr noch ein bisschen ja, vorsichtig seid und erstmal noch ein bisschen warten wollt. Ja, ich bin großartig begeistert davon und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und zugesehen habt. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.